Hallo, mein Name ist Jörg Knoblauch und neben mir steht Theresa Zugitsch. Herzlich willkommen. Hallo. Ich habe mitgekriegt, Sie hätten eine Sammlung von Teddybären. Und oh ja. Da gingen die Heimat von Tempus ist und die Firma Steif eben auch in Gingen sitzt. Jetzt muss man die Frage stellen, haben Sie auch einen Steif-Teddybär? Ja, natürlich. Sehr also? Bald schon bekommen, ja. Sehr bald schon bekommen. Komm, redet Sie was über Ihre Vergangenheit. Damals im Sport, heute die Powerfrau der katholischen Kirche. Ah, genau. Also man sieht es mir heute nicht mehr an, aber ich war eine wirklich erfolgreiche Turnerin und Leichtathletin. Und ich wollte Karriere machen, Sport studieren, Trainerin werden. Alles war verplant. Kam auf ein Sportinternat, habe 40 Stunden die Woche trainiert. Oder? Und ich dachte, jetzt geht's los. Doch dann kam eine Nacht, die mein Leben komplett auf den Kopf stellte. Meine Freundin hatte Bücher in meinem Zimmer und wollte sie aussortieren. Und mitten in der Nacht wache ich auf, kann ich mehr schlafen? Wälz mich im Bett und ich denke, lese was, vielleicht ist wieder müde. Ja. Greife zum ersten Bissen Buch, okay. Das war die Bibel. Ich okay. hatte noch nie in die Bibel geschaut. Okay. Schlag irgendwo auf, lese Bergpredigt und werde existenziell berührt. Und okay. ja, es fängt ein Wahnsinnsabenteuer an. Ich höre auf mit Sport und gehe ins Kloster, darf dann selber eine eigene Gemeinschaft gründen. Ja, und seitdem bin ich kreativ für Jesus. Amen. Super. Ich bin gerade eben einem Unternehmer, Mittelständler begegnet, der sagt, du, pass auf, das kommt alles noch genauso wie in meinem Leben, aber erst muss ich noch ein 8-stöckiges Bürogebäude bauen, dann und dann machen wir das alles so. Was würden Sie dem sagen? Liebe, jetzt würde ich sagen, denn jeder Tag ist so schnell vorbei und der kommt nie wieder. Also ich denke, man soll beides tun, aber auch leben und vor allem mit seiner Liebsten leben. Ja. Und wenn du das nicht tust, diese Leidenschaft, du musst von was leben und du musst verliebt bleiben. Und dafür muss man auch was tun, was der Seele gut tut. Was würden Sie sonst dem Unternehmer noch raten? Ganz konkret, weißt du, Sie würden sagen, wenn du morgens aufstehst, nimm erst einmal 5 Minuten die Bibel zur Hand. Oder Sie würden auf ihm sagen, auf jeden Fall, also wenn ich morgens aufwache, sage ich mir immer, das wäre der schönste Tag in meinem Leben. Okay. Und ich fange an zu beten und ich gebe Jesus alles in die Hand. Dann lese ich auch die Bibel natürlich. Und dann lasse ich mich von ihm überraschen. Er kann mir überall begegnen, in jedem Anruf, okay. in jeder U-Bahn und selbst hier. Okay. Ja, und ich lasse mich überraschen von ihm. Und das, glaube ich, ist so ganz wichtig, dass wir immer lebendig bleiben ja. und in Verbindung ja. mit ihm. Und dann kann es gar nicht ja. schief gehen. Vielleicht meine letzte Frage, weil Sie sind halt ein Multitalent. Also Sie können mit vielen Bällen gleichzeitig spielen. Nicht jeder kann das. Stimmt, ja. Ich habe Musicals komponiert, ich schreibe ja. Bücher. Ich koche gut, ich male okay. und ich singe fein natürlich und aha. ja und bin sehr, sehr kreativ und der liebe Gott hat mich irgendwie bei der Taufe in den falschen Topf geworfen. Da waren so viele Gaben und jede Gabe ist eben eine Aufgabe aha. und ich versuche einfach leidenschaftlich zu leben. Also, leidenschaftlich leben, so machen wir es weiterhin. Danke. Dankeschön.